solche Ausschau zu halten. Die Rackgurt soll ich jetzt ausgebracht haben. Oh, da ist ja schon einer. Das ist ja krass. So. Gut, willkommen im Stream. Wow. Ich habe Sonntag schon ein bisschen PvP gespielt, aber Low Level. Und da habe ich gesehen, dass die Rackgurt-Seuche ausgebrochen ist. Und eigentlich hätte ich Bock auf was Gechilltes oder so. Ich nehme es erstmal an. Von der Seuche. Wie? Hier ist der noch? Da? Bla bla. Die Rackgurt-Seuche kennen wir ja schon. Jetzt explodieren wahrscheinlich auch wieder Leute im PvP. Mal schauen. So, Jaffot will mit. Oh. Ach, das mache ich zum ersten Mal mit der... Okay. So, was sagt meine Ausrüstung eigentlich? Meine Punkte. Meine Punkte sagen, ich brauche noch welche. Verdammt. Na gut, na gut. So. Felix ist auch wieder da. Mitsu. Mitsu. Ich habe mir mal überlegt, ob ich einfach mich umbenennen lasse in Mitsu. Aber es kostet, glaube ich, ein bisschen was, sich umzubenennen. Aber also in Real Life umzubenennen. So, ich liste auf jeden Fall mal. Ich mache heute auch nicht allzu lange und nur auf Imperiums Seite. Und ich wollte eigentlich auch mit ihr die Story noch durchmachen, damit wir dann bereit sind, wenn das nächste Kapitel kommt. Das kommt nämlich bald! Epic! So, also wo will ich eigentlich hin? Herrin der Leiden? Achso, stimmt, da war ich ja, okay. Ja. PvP ist wirklich der letzte Müll, als Imp liste ich vorerst nicht mehr, okay? Ah, Huttenball, okay. Ah. Na gut. Let's see. Ich habe mit meinem Frontkämpfer PvP Huttenball gespielt. Crash Huttenball sogar. Und ich habe kein bisschen Schaden gemacht, weil ich die ganze Zeit nur den Ball hatte und die ganze Zeit nur gelaufen bin und Tore gemacht habe. Habe ich gar keinen Schaden gehabt. So. Steinigt mich. Aber manchmal trage ich auch nur den Ball rum. Passiert. Der berühmte Girata der Hutte gratuliert euch, diese Form so der Unterhaltung gewählt wenn zu haben. Wir Schutz haben. Ich gebe weiter zu euch, warum Todessiegel. Ja, wie geil wäre das, wenn du einfach Mitsu heißen würdest. Ja, wäre einfach. Alles herhören. So lauten die Huttenballregeln. Zwei zufällig bestimmte Teams, die Froschhunde und die Faulwürmer. Ein Ball, so ah, okay, da wundert sich gerade einer, dass er mit Free-to-Play-Account, als Nicht-Abonnent auch ins PvP kommt, obwohl er kein PvP mehr frei hat, aber das geht, wenn der Abonnent sich listet. Wieso auch immer, aber es geht. Immer noch. Zeigt unserem Sponsor Girada den Respekt, den er verdient. So. Ja gut, konntest du lesen. Ja, ich konnte es lesen, trotz Caps Lock. Caps Lock. Und ich spiele im Moment ja auch eigentlich ein anderes MMO, weil Blade and Soul ist ja gerade rausgekommen. Wieder rausgekommen. Spielen wir Huttenball. Also es ist eigentlich schon ein paar Jahre alt, in Asien aber. In Europa kam es erst am Dienstag raus. Sag das nicht, Dienstag. Ach so. Ja, ich gehe hier voll... Mal sehen, ob sie ihn behalten. Aus Gewohnheit einfach durch das Feuer. So, ist er schon da drüben? Ich sehe den gerade nicht. Wo ist denn der? Ah, okay. Der ist da drüben. Dann gehen wir mal rüber. Ah, lass mich in Ruhe, Mann. Ja, genau. So, Typ. Wo ist der jetzt hin? Die Froschhunde haben gerade den Ballträger zerlegt. Wie ist der da? Ich dachte, der wartet unten, bis ich da drüben bin. Na gut, dann nicht. Oh, okay, der wird gezogen. Und geschmissen. Mann. Gelungener Pass von den Froschhunden. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Na gut.
Dann greife ich den noch mal ein bisschen an. Ei. So. Toll. Bin schon wieder unten. Super. Gebe ich dem mal so einen Schuss. Oh. Der kommt zu uns. Kommst du uns? Komm mal her. Vielleicht können wir dich hier töten. Und dann haben wir gleich den Ball. Mal treffen wäre gut. Ah. Bei mir ist der Ton voll laut, aber bei euch wahrscheinlich nicht. Irgendjemand heilt hier noch, der da heilt. Mal abbrechen hier. So, so der hat wieder den Ball. Gib ich mal Schutz. Und wir versuchen hochzukommen. Ich würde ja jemanden anspringen, wenn da einer ist. Komm schon. Oder ich gehe einfach hoch. Und hoffe, dass der das so lange aushält. Ich gehe mal hoch. Ah, er kommt mit. Du kommst mit? Okay. Dann gehen wir mal hoch. Oh, bleib mal ein bisschen näher dran. Dann kriegt er noch meinen Schutz. Jetzt lass den Typen doch mal in Ruhe hier. Ah, da ist einer. Ah, der verbrennt im Feuer. Habt ihr das gesehen? So, da hinten steht Jaffat und will den Ball haben. Okay, der ist jetzt irgendwie... Ey, lasst mich in Ruhe, ja? So. Okay. Die schaffen das schon. Habt hier einen so. Ah! Da sind sie! Warte, 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 warte! Kriege ich das noch hin? Komm schon! So. Ah! So, jetzt muss ich hier raus. Nochmal geht das nicht, ne? Cooldown! Gelungener Pass von den Kreuzhänden! Großer Raumgewinn! Scheiße! Ich will hier nur rüber. Ist unschlagbar. Ich habe weder ziehen frei noch irgendwas anderes. Jetzt warte ich. Ah, was geht? Da wurde ein Frosch schon zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden. So. Da ist wieder einer. Oh, oh, oh. Warte, ich komme und bringe dir Schutz oder irgendwas. Wo bist denn du? Da bist du. Nicht sterben. Ah gut, er wird geheilt. Sehr gut. So. Bleib stehen. Lass den Ballträger laufen. So. Ah, jetzt ist er in der Bubble. Jetzt nicht mehr in der Bubble. Hänge fest. So, da hinten ist er. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Pass. Warum ist denn der eigentlich der eine blau und alle anderen sind grün? Wow, okay, da. Da wird's heiß. Okay, das schafft er. Ich gehe zum Ball. Die Faulwürmer punkten. Ah. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. So, irgendjemand zum Passen? Da, ne? Nee. Wartet. Warte kurz, ich passe dir. Die Faulwürmer passen. Ja, so macht man das. Und dann nehme ich noch jemanden mit. Nee, ah, fuck, der geht ja nicht. Schade. Ein Faulwurm wurde von den Vorschüssen erledigt. So. So. Aber egal. Wir haben noch den Ball, das zählt. Und wir haben gepunktet. Und ich stehe nicht am Ball. Ey, was soll das? Möge der Wahnsinn beginnen. Ah. Die haben den schon wieder. Nein, 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 nein. Ah, wir müssen den töten, bevor der andere kommt. Oder am besten den anderen töten. Warte, warte, warte. Vielleicht schaffe ich das. Komm, stirb, stirb, stirb. Die Faulwürmer erledigen den Ballträger. Wir haben ihn kaputt gemacht und den Ball. Oh, so, jetzt Jaffat kurz beschützen. Darf ich mit ins PvP? Okay, danach
der Runde gerne. Gerne. So, sind drüben. Nein, das Feuer hat ihn erwischt. Das Feuer. Ah, stunnen. So. Der da hat den Ball. Schutz, Schutz. Aber. Ah, verdammt. Ich gehe mal weiter. Ah, nein. Ich wollte weitergehen. Jetzt kann ich erstmal nichts tun. Hä? Was geht? Ah, da oben steht Arwen und zieht. Arwen, tatsächlich. Ich will sehen, wie Arwen aussieht. Okay, das schaffen die. Gut. Ah, der steht da schon bereit. Dann stell ich mich mal irgendwie praktischer hin. Die Faulwürmer haben den Ball. Zeigt uns, was ihr drauf habt, Faulwürmer. So, danke. Ich habe zwar nicht mehr volles Leben, aber... Ah, wo gehe ich denn rüber? Irgendjemand da? Ah, da ist jemand zum Passen. Warte, hier hast du... Viel Spaß. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Lauf, lauf! So. Frosch und Brei. Fantastischer Spielzug der Faulwürmer. Nächster. Die Faulwürmer sind dabei. Mal sehen, ob sie ihn behalten. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. So. Jetzt mache ich mich mal immun und schneller. Oder auch nicht immun und schneller. Das waren... Hä? Okay. Hey. Don't do that. So. Der letzte Punkt. Der mächtige Girata der Hutte erklärt die Faulwürmer zu den heutigen Siegern und lobt ihren unersättlichen Kampfgeist. Ach, Blood and Soul, ich erstelle mir auch gerade einen Account. Ja, das ist gerade ziemlich schwer, auf die deutschen Server zu kommen bei Blood and Soul, weil die überfüllt sind, zumindest meiner. Ich glaube, wie heißt der? Frostgipfel oder so? Und ja, wenn ich da jetzt reingehen würde, dann würde ich, keine Ahnung, bestimmt 40 Minuten warten, bis ich da überhaupt ins Spiel kann. Bei der Warteliste. So, wer wollte jetzt noch rein? In die Gruppe einladen. Ah, da hat jemand noch Hi geschrieben. Egal. Schreiben wir auch mal Hi und schreiben wir nochmal in die Gilde Hi. Schreiben wir überall Hi rein. Hey. Ja gut. Listen wir gleich. Ah, Kapitel 7 war ich. Na gut. Egal, ich schaff das schon auf dem Server. Ja, morgens geht's wahrscheinlich besser. Einen Charakter zu erstellen oder mitten in der Nacht oder so. Ah, jetzt wird es hier wieder unheimlich. Ach, das sind diese komischen Teile. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wo ich bin. So. What? Aktualisierung. Ah, HK. Die Auslöschungsbemühungen an Bord der Gravestone gehen langsamer voran als geplant. Es erscheint mir überflüssig, die Überreste meiner Opfer wegzuräumen. Sie würden als effektive Warnung dienen, sich nicht auf unser Schiff zu schleichen. Aber Master Vortena war in der Sache ziemlich nachdrücklich. Also wird das Schiff bei ihrer Rückkehr in tadellosem Zustand sein. So, jetzt gehe ich wieder ins PvP rein und bestimmt muss ich dann wieder von vorne da lang laufen. Bestimmt. Weil ich glaube, der fängt dann immer wieder vorne im Kapitel an oder beim letzten Speicherpunkt. Keine Ahnung. Whatever. Was? Ha ja, am Wochenende mache ich... Das hoch die Hände, Wochenende. Wochenende ist noch ganz weit weg. Braucht man ein Fernglas, um das zu sehen. So.
Okay, Heiler hier. Heiler? Irgendwer? Mal schauen. Vetelia winkt dir zu. Warte, ich will auch winken. So, oder was anderes machen? Was machen wir denn hier? Was gibt's denn? Emotionen. Kommunikation. Begrüßen. Seems legit. What? Okay. Hat sich eine Hyperkiste geholt. Es gibt jetzt Hyperkisten. Sowas oder was? Allianzpaket? I don't know. So, wohin geht ihr? Einer will dahin. Zwei. Ich geb mal der Hexe. Okay, zwei sind da. Aber ich glaube, ich sollte rüber, oder? Sind jetzt zwei auf der einen Seite. Oh, und hier sind voll viele. Und voll viele schon gestorben von uns. So, so ist hier irgendwo ein... Nee, gibt es kein Heiler, egal. So, du? Keine Ahnung, du machst auf jeden Fall Schaden. Das finde ich auch nicht gut. Alter, wo ist der jetzt schon wieder hin? Unglaublich. Ah, ein Gelehrter. Da ist einer. Ein Gelehrter. Why not? Kurz Machtbarrieren. So, jetzt habe ich gleich... Ah, kein Problem. Alles kein Problem. Kein Problem. So, gleich gibt es ein Problem. Ich habe kein Schild mehr. Alter Schwede. So, ich habe meine Heilung. Meine Heilung bringt nichts. So. Ja, meine Kolto-Überladung war ein bisschen überfordert. Oh nein! Da tappt einer. Okay, er tappt nicht mehr. Gut. Oh, da ist... Da war einer fast tot. So, du nicht. Hey, du nicht. Der Verbündeter ist unschlagbar. Und Feuer, Feuer, Feuer. Achso, ich gebe noch Schutz. Der Verbündeter ist unschlagbar. Ah, ich glaube, wir müssen rechts. Hier ist keiner mehr. Rechts 4, ja. Ja, nein. Bam. In your face. Ah. Der hat sogar... Guard. So. Einer tot. Nächster tot. Nächster Klingentanz. Ich geb dir hier Klingentanz. Feuertanz. Tod von oben. Ah. Heiler, 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 heiler. Heiler. Und markiere. Wow. Ach, da ist ja noch einer markiert. Ultra. Ah, ich brauche auch Heilung. Ach komm, ein bisschen. Ah, ich kann nicht mal abbrechen. Ich mal das. Nein! Passt auf, der tappt. Rechts an der Seite, er tappt. Schnell hin. Du tappst nicht. Ihr tappt auch, wird. So, jetzt. Ach komm. Hör du. Hört ihr auf damit? So, nächster ist da. Wow, welchen Schaden.
Warte, kann ich auch. Guck mal. Doppelflächenschaden. Bitte. Verdammt. Ich habe jetzt auch nichts mehr. Ah. Aber es sind noch Leute da. Alles gut. Ja. Voidstar. Am verfrühten Frühabend. Eine Voidstar. Was? Ein wildes Mitsu. Ah, verdammt, ich habe schon wieder vergessen, den Server aufzuschreiben. Ja, Mann. Das nächste Mal. So. In your face. Ja, hast du. Aus Versehen einen mitgetötet. Let's fetch. So. Ich muss eigentlich einen Heiler wieder finden. Bist du nicht einer? Ah, komm schon. Stunnen. Und in der Machtbarriere drin, natürlich. Jetzt aber nicht mehr. Komm jetzt. Bitte, ich mach mich noch ein bisschen stärker und dann volle Kanne drauf. Hör auf zu heilen. Ah, da ist noch einer. Verdammt. Flee links oder was? Ja, links sind ja schon viele von uns. Ich bin hier noch ein bisschen auf der rechten Seite, weil hier zwei nervige Heiler sind. So. Ah, holen wir den mal her. Oh, wir werden immer weniger hier. Einer noch. Nein. Wir brauchen... Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Dachte schon. Hey, ich wollte den auch gerade... Gut, verbrennen wir ihn. Verbrennen wir... Wow, der ist schnell gestorben. So, Vitelia kriegt noch ein bisschen Schutz von mir. Oh, ich bin voll gegen die Wand gesprungen, habt ihr das gesehen? Ja. Hä? Wieso funktioniert... Irgendwie scheint es ein bisschen zu lecken, kann das sein? Zumindest reagiert es nicht so schnell. Wenn ich eine Taste drücke. Ja, Schutz geben. Ich konzentriere mich immer so viel auf die anderen Leute. Dann vergesse ich den scheiß Schutz immer. Ach komm. Geh. Geh. Wie oft man hier weggestummt wird. Unglaublich, oder? So. Ah! Abbrechen! Abbrechen! Oh, fertig. Jetzt sind wir dran. Mal gucken. Mal schauen. Sekunden. Alle links, okay. Oder alle rechts. Es ist der Republik gelungen, eine defensive Stellung einzunehmen. Datenkern zurückerobern und Operation fortsetzen. Ah, da ist ja schon die einer. Was? Lass die in Ruhe. Tür öffnen und angreifen. So. Mal ein bisschen hauen. Rot, immun, natürlich. Immer wenn man sie ziehen will, sind sie immun. Ah, sie ist hier. Ach komm, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Ah. Stirb! Alter, hab. Okay. Stun den mal. Stun den anderen. Ah, verdammt.
sind zu viele hier. Inzwischen wieder zu viele hier. Nicht sterben! Ich hab dir, wo bist du? Ich hab dir Schutz gegeben, hä? Ah, okay, da. Rennt er schon wieder weg. Na gut, dann Teppich. Oder auch nicht. Dann Teppich nicht. Zu viele Leute. Zu viele Leute. Na, ah, macht Barriere. Verdammt. So. Ach, den hatte ich schon Schutz gegeben, oder was? Und verbrennen! Verbrenne! Ah, verbrenn doch! Oder irgendwas. Hab nicht mehr so viel. Ach, das da habe ich noch. Jetzt aber! Alter Schwede, das war knapp. So, was machst du? Da. Der steckt da irgendwie fest. Keine Ahnung, was er macht. So. Der ist zäh. Der ist ganz schön zäh. Bombe. Ja. Okay, dann gehe ich mal rüber. Wenn ich das noch schaffe und ich vorher sterbe, dann gehen wir rüber. So. Machen wir ein bisschen Tod von oben. Ihr kommt nicht an die Bombe. So. Was? Ist die Bombe schon entschärft worden? Krass. Hab ich gar nicht. War die schon entschärft, als ich da gerade angekommen bin? Weil ich habe da keinen gesehen, der getappt hat eigentlich. Na gut. Ah, da standen auch so viele schon da rum. Ich glaube, die wurde schon entschärft, bevor ich überhaupt hier angekommen bin. Na denn. Na denn. So, irgendwas nochmal töten, stunnen. Kommen die da auch noch? Ah. Da, jetzt sind sie schon wieder alle da. Unglaublich. Dann halt nicht. Verbündeter ist unbesiegbar. Unautorisierte Waffen. Ah, andere Seite und tot. Jetzt aber. Jetzt aber. So, ich hole mir mal gleich einen. Irgendeinen. Und der stirbt. Ah! Geschafft! Na endlich! Herunterladen, und ich stehe direkt neben Jaffert. Yay, klatsch ein. Datenkern gesichert. Abschaltung eingeleitet. Schick, schick. Jaffert. Achso. Vitelia war, glaube ich, noch bei uns. Ah, ich muss Vitelia geben. Vitelia kann ja fortgeben. Muss nicht. Kann. So. Alle hopp. So. Hashtag Psychomizu. Ja. Ich habe übrigens inzwischen auch mal über die Abonnentennamen nachgedacht und ich dachte. Am Anfang dachte ich, Psychos wäre irgendwie ein bisschen arg, die eigenen Abonnenten zu nennen. Aber in Bezug auf Psychomizu meinte ich das ja. Eigentlich müsste man dann irgendwie Psychomizus oder so nennen. Keine Ahnung. Ah, ich muss doch nicht wieder ganz zurücklatschen. Voll gut.
Ich habe vergessen, mir was zu trinken zu besorgen. Nein. Mein Wasser liegt da irgendwo. Keine Ahnung wo. So, wir kommen langsam voran. Langsam, aber sicher. Und jetzt gehe ich ins PvP. Ich bin ein Psycho. Und stolz drauf. Was? Oh, der nette Eddie ist da. Mitsu altes Haus. Hallo, Eddie. Oh, Crash PvP. Crash Huttenball, bla. Nein. Wieso? Na. Na gut. Willkommen auf dem Planeten Quash. Hier gibt es giftige Gase, wilde Tiere und das grausamste Spiel in der Galaxis. Huttenball! Und ich will mehr HP haben. Ich brauche Punkte. Ich bin euer Gastgeber. Und Aufwertungen. Jeder kennt die Regel. Zwei Teams, die zufällig zusammengestellt werden. Die Froschhunde und die Faulwürmer. Ein Ball. Aufnehmen, passen oder rennen. Mit Greifhakenblastern kann man auf die Arena-Ebenen klettern. Rohre mit giftigem Schlamm können eingesetzt werden, um qualvoll zu sterben. Der Ball muss auf beliebige Weise über die Ziellinie des feindlichen Teams gebracht werden, um einen Nicht Punkt Huttenball. Zu erzielen. Tote? Ja, schon wieder Huttenball. Immer gerne. Betrug? Natürlich. Müssen wir durch. Kannibalismus? Warum nicht? Immer mal was Müssen wir Neues. Durch. Bitte denkt nur daran, unseren Gastgeber, Tirada den Hutten zu ehren und schießt niemals den Ball. Und kickt niemals den Mülleimer unter eurem Tisch. Ich habe vorhin schon wieder was verkippt. Zitronentee oder so. Und jetzt klebt nicht alles, weil ich es geputzt habe. So, Trinity, wo bist du? Wo bist du? Da. Ey! Wow. Andauernd gestunt. Don't do that. So. Ach, Jaffat. Hier hast du. Gehört? So. Ah, schon fertig. Ah, nein, 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 da ist ein Typ. Ah, ich komme nicht voran. Verdammt. Too late. Und die Froschhunde haben ihn schon. Aber wir töten ihn. Wir töten ihn. Oh, guck mit dir. Nein, er hat ihn weggeworfen. Nein, ich muss mal weiter raus. Geht weg, geht weg. Ah, Trinity hat ihn schon. Jetzt aber. Nochmal. Nächster Versuch. Ah, okay. Ich gehe mal hoch. Und helfe. Hoffe zumindest helfen zu können. Ballträgerlein. So. Ah! Fucking serious. Warte, warte, warte. Verdammt. Ich dachte, ich stun sie nochmal. Wow, ich hab den Ball. Was geht? Ich brauche jemanden zum Fassen. Ah, super. Jetzt hört erstmal auf hier. Sonst passe ich einfach in die Pampa. Ah, okay, zu spät. Keiner mehr da gewesen. So. Dann holen wir den uns halt einfach mal. Dr. Who. Ah, zu weit weg. Komm her. Oder komm nicht her. Schon wieder immun. Ja, ja, genau in den Händen der Faulwürmer. Toll abgefangen. So, hier hast du einen Guard und ich bin schon wieder gestunt. So. Ah, stimmt, ich hätte auch das Positionswechsel machen können. Ah, das Ding vergesse ich immer. Okay, schafft er. Dann gehe ich mal runter. Runter geht's. Neutraler Ball. Wer holt ihn sich zuerst? Your face. So. Ich habe leider nicht mehr so viel Leben, dass ich dich gut beschützen kann, aber
Ich tue mein Bestes. Und den da halte ich auch noch ein bisschen auf. Ist unschlagbar. Und dass er weniger Schaden macht, habe ich auch schon für gesorgt. Ach, sind wir schon weiter? Nee, ne? Hä, hey, was war das jetzt? Wo ist der Ball? Mein Team hat den Ball. Aber wo? Nee, nicht mehr. Das ist so ein Durcheinander hier. Ein Faulwurm schnappt sich den Ball. Ja. Lass mich doch mal hier in Ruhe. Warte, ich will mal weiterkommen. Ernsthaft. So. In der Zwischenzeit haben wir schon gepunktet, solange ich hier festgehalten werde. Wer holt ihn sich zuerst? Ein Faulwurm schnappt sich den Ball. Schon wieder weg. Ah, da hinten. Okay. Gleich bin ich tot. Ein bisschen lebe ich noch. So, ich habe ja schon viel gesehen, aber den Huttenball schießen. Den Huttenball, wir haben den Huttenball nicht geschossen. Neutraler Ball. Wer holt ihn sich zuerst? Gar nicht. Einmal noch schießen, bevor ich sterbe, so fertig ist. Ah, da steht einer. Okay. Alles gut. Trinity, hier hast du Schutz. Mann. Jedes Mal aufs Neue. Okay, sie läuft und trifft. Ein Punkt. Weiter geht's. Neutraler Ball. Wer holt ihn sich zuerst? Ah, verdammt. Lass mich in Ruhe, Mann. Wunderbarer Pass von den Froschhunden. Hier geblieben. So. Ich hab nichts mehr. Stirb noch. Hier hast du. Heldentod. Die Random Tod Nummer 12. Keine Ahnung. Mein Team hat den Ball. Mein Team läuft. Und läuft. Der Faulwurm passt. Und seht ihr das? Er kommt durch. Gepunktet! Ja. Die Faulwürmer sind hungrig auf den Sieg. Neutraler Ball. Wer holt ihn sich zuerst? So. Ritter ist unschlagbar. Wir holen ihn uns nicht zuerst, offensichtlich. Wow. Der ist aber schon weit. Ach, Trinity hat ihn wieder. Hier hast du Schutz von mir. Und wir gehen weiter. No. Lauft alle. Alter. Nein. Ich bin schon wieder da unten. Ich war gerade am Rand der Grütze. Ich war nur am Rand und wurde trotzdem getötet. Sie kommen. Ich sehe sie. Geht weg. Ein Punkt für die Froschhunde. Na, egal. Nächster Punkt. Wir machen einfach noch einen, dann ist das ganze Ding endlich vorbei. Oh, wir haben schon einen Ball. Mal Doppelstun, nochmal Stun. Und den da hole ich mir auch nochmal her. Oder auch nicht. Schon wieder immun. Ich gehe mal hier hoch. Geh mal hier hoch. Hm.
Ich habe ja schon viel gesehen, aber den Huttenball schießen, das ist echt erbärmlich. So, wo gehst du hoch? Da gehst du hoch. Ah, ich kann auch niemanden mehr stunnen. Das ist doof. Aber gleich wieder, gleich kann ich wieder. Oh, der eine ist runtergefallen. Lauft! Verbrennt! Gepunktet! Die Faulwürmer sind hungrig auf den Sieg! Schon wieder weggeschmissen. Das war's, Leute. Ah, alle Zuschauer zu Hause müssen dranbleiben, denn es folgt Mysterien der galaktischen Wissenschaft. Ich glitsche. Diesmal mit unserem Gastmoderator Wes Berber. Okay. So. Ah, Mietze, was für Musik hörst du eigentlich so, wenn du überhaupt Musik hörst? Ich hasse Musik, ich höre niemals Musik. Nein. Ja, das stimmt, ja, Fat hat schon gefragt. Ich höre eigentlich alles Mögliche, was so im Radio läuft. Und ich kann auch keine genauen Titel sagen, weil ich mir eigentlich so die Bandnamen und Liednamen nicht wirklich merke. Aber ich weiß nur, ich mag dieses eine Lied. Und ich glaube, wenn ich zu einem DJ müsste und mir ein Lied wünschen müsste, dann würde ich es ihm vorsingen oder so, weil ich den Namen nicht kenne. Keine Ahnung. So. Also ich höre viel, ja, ich höre viel japanische Musik oder J-Pop oder wie das heißt und K-Pop und was weiß ich nicht alles, aber auch normalen amerikanischen und deutschen Pop, Rock, was auch immer. Eigentlich alles querbeet durch, auch so Lieder, die eigentlich aus Geschichten bestehen, so gesehen, und das mehr so nicht so auf die Melodie ankommt, sondern auf den Text, der keine Ahnung, wie man das beschreibt. Das sind so Singgeschichten. Jetzt nicht, wie man sich ein Kinderlied vorstellt, aber ja. Ich glaube, manche Lieder davon sind sogar Gothic-Musik. Die heißen irgendwie so. Das Genre. Aber ich bin kein Gothic-Typ. Aber manche Lieder finde ich cool. So. Vor allem auch, weil ich ja meine Bachelorarbeit über Gothic geschrieben habe und ja, nicht nur über Gothic, sondern eigentlich über eine bestimmte Poesieart, sagt man das so, und daher habe ich ein paar Lieder kennengelernt, die ich dann eigentlich jetzt immer noch ganz cool finde. So. Ah, hier muss ich hin. Sind ja schon da. T7. Oh, da kommt ja jemand raus. Eine Sprungtruppe. Oh. Jetzt ist es voll ungewohnt, dass die so schwach sind, wenn man die ganze Zeit PvP spielt und die fallen gleich um hier. So. Sind wir hier fertig? Oh, das kann ich mitnehmen, oder? Ja! T7 nimmt es mit. Perfekt. Und hierhin. Katzi, mit T7 Mission abgeschlossen. Gott, die Augen, wie die aussehen. Falls ihr mich hört, ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich bin unterwegs. What? Du machst meine Gegner kaputt oder wessen Gegner? Nee, das sind nicht meine Gegner. Strange. So. Ja, ich habe schon gelesen. Wie zu, ich bin ein DJ. Ist das so eine neue Sendung? Ich bin ein DJ, holt mich hier raus. Aber sag es nicht mir zu. Ja. Genau. Hm.
Wie sieht es mit den Punkten aus? Es geht, es geht. So, aber wir hatten, glaube ich, bis jetzt noch kein PvP doppelt. Und dieses hier... Ich weiß nicht, ich mag die Hyperraumtore nicht ganz so gern. Mein Quash mag ich weniger. Aber das hier ist auch so ein Favorit, der eher so ist. Sag ich mal. Bevor die Republik sie für sich beanspruchen kann. Le Mans, das Szenario dreht sich um das antike Sicherheitssystem der Ruinen, das von zwei Energiepfeilern in der Nähe mit Energie versorgt wird. Das System ist jedoch gefährlich. Das kann ich auch gut machen. Jedes Mal, wenn die Pfeile abgeriegelt werden, geben sie eine explosive Entladung ab. Ein bisschen. Feuer testen. Arm testen, also Füße testen. Fertig. So. Ja, fort geht Deffen. Sehr gut. Da. Einen Huttenball an den Kopf gekriegt. Warte, ich habe hier noch einen Schneeball. Bringt mir zwar nichts mehr, aber... Erreicht die Pfeiler. Egal. Vernichtet jeden, der sich euch in den Weg stellt. So, kommen die da? Kommen die nicht? Ah, da ist schon mal ein Heiler. Thematisierung wollte ich eigentlich machen. Nehmen wir gleich mit. Der Feind hat einen Pfeiler. Ah. Ah. Achso. Schutz! Zu spät. Hier, Schutz. Das ist wieder so ein Heiler, den man nicht down kriegt. Nein! Da ist noch ein Heiler. Der da, oder? Alter Schwede. Es sind zu viele. Ja, es sind viele Heiler. Und ich bin gleich tot. So. Schauen wir mal. Achso, hier die Schatten, der da. Ich bin Heilung, ist noch Heiler. So. Wollen wir vielleicht auf die andere Seite oder vielleicht auch nicht. Eine Minute. Well, let's see. Der ist auf viel geskillt. Nee, meiner ist nicht auf viel geskillt. Das stimmt. Ich bin ein Tank. Ich probier's zumindest. Und... Shit. Ah, wieso kann ich mir den Typen hier nicht krallen? Komm her zu mir. Ach, ach, gute Nacht. Bist du nur ein Fake-Heiler, oder? Ich gehe jetzt mal auf den hier. Das ist vielleicht der richtige Heiler. Ja. Ah! Ich bin gerade abgefahren. Der wird auch immer geheilt. Wir haben keinen Heiler, oder wie? Ja, oder? 5 Leute hier. Ja, genau. So sieht's aus. Wir werden nicht scheitern. Alle Einheiten. Ja, ich habe eigentlich den Charakter hier schon länger. Nur hatte ich ihn schon länger nicht mehr gelevelt. Eigentlich kommst du her, du. Miese Ratte hier. So. Ah! Alter Schwede. Ah, wir haben einen Heiler. Ja, da hinten. Und der kriegt gerade ab. Warte, ich gebe dir Schutz. Ist er zu weit weg? Ist zu weit weg.
Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Zu langsam. Und die Tür zu. Na toll. Na gut. Mein Feind ist unschlagbar. So, ich habe meinen Powertech irgendwann aufgegeben. Ja, ich habe eher meinen Juggernaut aufgegeben. Weil mit dem Powertech hier finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich ziehen kann und springen. Ich kann alles. Außer schubsen. Wir können alles außer schubsen. Oh oh. Gerade Schutz gegeben. Ah, okay. Das ist eine Gilde, das Gegnerteam. Okay. Nö, das kann er auch nicht gegenheilen. Das war ein bisschen zu viel. Des Bösen und Schlechten, des Bösen. Der bösen Republik. Spiele lieber Sabu. Wow, jetzt kommen sie. Sie haben gemerkt, wir haben Schwäche gezeigt. Und jetzt sind sie da. Ah, scheiße, das wollte ich nicht machen. Na gut. Nö. Dann halt ich, dann halt du. Schon fertig. Ich kann nicht den Platz von einem gegnerischen Typen einnehmen. Ah, ich sterbe hier eh. Entweder durch das Licht oder durch den Gegner. Oder vielleicht überlebe ich es noch. Mal probieren. Ich probiere es. Eigentlich wollte ich aufgeben, aber dann wurde ich, oh Wunder, geheilt ein bisschen. Oh fuck. Schon tot. Ah, die ist ja da hinten. Hey, guck mal. Oh, macht Barriere. Okay. Es sind hier so viele einfach nur. Krasser Scheiß. Ah, ich kann nicht mal abbrechen. Manu. So, echt doch nicht Xiaomi, oder? Mein geliebter... Was? Mein geliebter Schlaputeur? Ja, ich mein Xiaomi. Ich weiß nicht, ich mag den nicht so fürs PvP. Ich mag nicht andauernd... Keine Ahnung... rumrennen müssen oder so. Aber ziehen und hinspringen habe ich immerhin zwei Varianten, nah am Gegner zu sein. Und bei Xiaomi habe ich nur eine. Nur springen. Dafür kann sie relativ oft springen, aber trotzdem. Ah! Na gut. Die haben das geschafft. Ich dachte, die wurden vorher aufgehalten. Gut, dann nicht. Ja. Genau. Ah. Was tut er denn? So, da ist er wieder da oben. Zum Glück habe ich ein bisschen... So. Ja, jetzt können wir eh hier bleiben. Es ist vorbei. Das Licht hat mich noch mitgenommen. So.
Urlaub. So, Kikis. Hallo. Rest in peace, Shiomi. Sie ist nicht tot. Shiomi ist nicht tot. Sie ist nur... hat nur lange nicht mehr gespielt. Und, ja. Vielleicht macht sie ja mehr Spaß, wenn ich sie auf Damage skille. Keine Ahnung. Ich habe sie auf Tank geskillt und das finde ich irgendwie... macht mir das nicht so viel Spaß mit ihr. Ich verstehe nicht, warum sich die so. Eine Stunde habe ich hier schon. Wohin muss ich? Wohin? Hierhin. Nochmal listen. Ah, ich finde das so cool, diese Druiden, die die Blumen gießen. Oder den Baum. Und dann ist da auch noch grün, so ein Gärtner-Druide. Ah, hier ist voll die gechillte Musik. Oh mein Gott, ich habe voll Angst. Oh, da kämpft gerade jemand gegen ein komisches Tier. Hier geht's gleich mitten zur Sache, okay. Wow. Moment, Moment. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ah, da hab ich. So, und jetzt den noch. Dann ist alles gut. Ah! Er ist kaputt. So, jetzt muss ich aber ins PvP. Was? Coole Tastatur? Was? Wie zu versuchen, es nicht zu unterdrücken. An ihrem Tod kann man nichts ändern. Was meinst du mit, siehst du meine Tastatur? Die sieht man doch gar nicht. Die Republik hat mit diesem Vorgehen wohl leider gerechnet. Sie haben ein Transportschiff und einen kompletten Bodentrupp geschickt, um uns abzuwehren. Achso, meinst du meine... das hier, oder wie? Findet die Zielkontrollen der Geschütze und hackt sie, um die Kontrolle darüber zu erlangen. Lenkt das Feuer auf das republikanische Transportschiff. Dann haben wir sie. Ich denke immer, ich kann hier was holen, aber nein... Aber wir sind schon wieder in einem anderen BG. Das ist ja voll die Abwechslung. Er meinte mich. Oh, und wieso siehst du seine Tastatur und ich nicht? Wo, wie, was? Was? Ach so, ah, okay. I see. Wegen dem... den Schreibfehlern durch die Englischumstellung. Okay. Jetzt hab ich's. Ich dachte schon, zeigt ihr jetzt euch gegenseitig eure Tastaturen? Ist das die neue Mode? Achso, geht da keiner rüber? Ah, doch. Einer geht da rüber. Ist eine, ah, hier ist eine Hexe. Du, da ist schon markiert, so, und schon hergezogen. Wow. Wow. Abbrechen. Und, ah ja, nicht da drin stehen, ich weiß. Ich probiere es. Achso, der hat schon Schutz. Ah, wo bist du? Wo bist du? Ah, ich kann dir keinen Schutz geben. Jetzt. Aber gleich bist du tot, leider. Ah, der ist noch gestorben. Ha. So. Gebe ich dir so lang. So.
ich. Ah! Du bist Heiler, okay, dann kriegst du mal. Kriegst du auch mal Schutz. Jeder darf mal. Du jetzt so. Ah. Bin gleich tot. Ihr dürft nicht treffen. So. Wie sieht's aus? Ja. Nicht so gut. Ich habe nur 3 Leute gesehen, die in der Mitte rumhüpfen. So. Aber wir kommen ja wieder. I'll be back. So. Dich kaufe ich mir. Ah, es wurde weggezogen. Alter Schwede, ey. Was hier abgeht und ich habe nichts. Dein Feind ist unschlagbar. Seid ihr nicht mehr in der... Doch. Das Fliegen dauert nur so lang, bis wir alle wieder da sind. Nicht gut. Ist gut. So. Na, ah, sie tappen. Warte, mal gucken, ob wir die noch bis wenigstens einmal aufhalten können. Warte, halt aus. Ah, fuck. Schon wieder gestunt. Ah, scheiße, ich hab. Ah. Skills vertauscht. Ja. Na, wieso sind wir... Ich habe das Gefühl, wir sind voll wenig Leute. Ich brauche meinen Skill wieder. Verdammt. Ich brauche mein tolles Feuer wieder. Stopp. Ah, Flächenschaden, verdammt. Ich auch nichts mehr tun. Ah, keiner. Ah, einer noch in der Mitte, aber. Ich glaube nicht mehr lang. Wer ist denn das? Oh, da tappen sie schon wieder alle. Nein, das wird nichts. Nein. Ah, verdammt. Wir schießen auf uns. Das wird nichts. Das Geschütz einnehmen. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns so einen vor. Toll. Das halte ich nicht so lang aus. Zinziert nur zu zweit. Ich bin gleich tot. Ja. Das war's. Okay, da ist aber ordentlich ein Kampf. Gehen wir mal hin und gucken, was ist da los. Ein Feind ist unschlagbar. So. Was? Sorry, musste raus. Du willst sie hier ablenken? Okay. Ich komme mit dir mit. Feind ist unschlagbar. Ich mach nicht so viel Schaden, aber ich kann dich tanken. Immerhin. So. Ach, da ist noch einer. Ah, nee, das ist die gleiche. Nein, nichts Heilung. Nichts Heilung. Ich bleib halt mal stehen. Ja, natürlich. Die Bubble, die Traumbubble. Ich hätte die jetzt noch nicht benutzt. Ah, okay. Vitellia hatte DC. Aber gut. Wir kämpfen hier weiter. Tapfer. Tapfer.
sind die alle hier? Was? Jetzt bin ich alleine, ey. Nicht im Ernst. Ja, den Heiler hole ich noch einmal zu mir. Na gut. So. Die waren eben alle in der Mitte eigentlich. Ah, okay, jetzt gehen sie wieder seitlich. Alle hopp. Oh, da ist jemand. Warte, ich helfe dir. So, ich nehme mir noch den... Ah, fuck. Fucking Heiler. Hä? Sorry. So. Wow. Wie viel Schaden ich irgendwie kriegt da? Wir leiden schwere Schäden. Ja. Wir erleiden schwere Schäden. Ich sehe es. Da richten sich riesige Kanonen auf unser Schiff. Ein Haarhelm. Was ist denn ein Haarhelm? Der Juggernaut hat Schutz. Okay. Wir sind alle da. Ich kann dem nur kein... Wow, wie schnell die alle hier sind, ey. Ich kann dem keinen Schutz geben, weil der hat schon... Ey, wir sind hier zu zweit und die prügeln hier auf uns ein. So, keine Ahnung. Fünf. Ja. So, heile erstmal weg. Ah, jetzt habe ich nichts mehr. Sorry. Nothing. Oh, aber wir sind viele in der Mitte. Vielleicht können sie was reißen. Vielleicht. Sieht so mittelmäßig aus. Ja, sieht nicht gut aus. Oder? Kann da noch... Ah, jetzt kommen sie alle wieder. Feind ist unbesiegbar. So, ich probiere es einfach mal. Kamikaze, weil in der Mitte... Ah, da kommt noch jemand. Hallo. Feind ist unbesiegbar. Hallo. Ich habe ihn gestunt. Stun ihn. Ja. Oh mein Gott. Ja. So. Das war gerade... Das können wir nicht halten, ey. Oder? Krasser Scheiß, wie die hier gerade alle ankommen. Nee. Ah. Einmal noch. Aufhalten. Da, jetzt sind wir beide tot und ja, leider. Leider werden wir es wieder verlieren. Aber egal. Wir haben es einmal geschafft, irgendeins noch zusätzlich einzunehmen. Energieanstiege registriert. Sie haben die Geschützbatterie. So. So, wohin? Okay, wo ist Jaffa? Ah, da ist er. Ja, nee. Hab ich hier so einen? An der Backe. Und bin gleich tot. Ich stun euch nochmal alle. Wenn euch das was bringt. Und ich geb euch... Ah, die Pfütze konnte ich nicht mehr legen. Schade. Was? Ach so, eine Frisur, die aussieht, als ob es ein Helm wäre.
Was? Okay. So Prinz Eisenherz-mäßig, oder wie? Oh, soll ich da jetzt reinspringen? Okay. Ich will mir so einen Heiler vornehmen. Eigentlich. Und Jaffert Schutz geben. Jaffert ist schon tot. Ich hole mir so einen Heiler. Heilerlein. Du gehst immer weg. Jetzt bin ich allein. Jetzt bin ich allein. Na denn. Na denn. 20 Schild haben wir noch. Das ist nicht mehr viel, das ist nicht mehr viel. Schaffen wir nicht mehr. Außer ein Wunder geschieht und wir nehmen alle wieder ein. Nietzsche ist verwirrt. Und Fahrradhelm. Ja, ich lese ja nur Satzfetzen. Ich kann leider nicht alles lesen im Eifer des Gefechts. Ja, hier kommt voll die Siegesmusik und wir haben verloren. Einen Haarhelm hat er ja schon, was? Ah, okay, okay. Interessant. Ja. Alle jubeln, ich habe Leute getötet. Na denn. Wer war das? Herolde von Silgorg. Kultisten, die auf die Rückkehr eines mystischen Schlangengotts warten. Früher waren sie nur ein Ärgernis, jetzt sind sie militant. Eine tolle Show! Absolut fantastisch! Der Typ. Haltet den Mund, oder ihr seid als nächstes dran. Oh. Bah. Okay. Das seid ihr ja. Ihr lasst PvP-Fenster. Auf mich los, Rack. Kein schlauer Zug. Damit habe ich nichts zu tun. Ah, die das war der Typ. Okay, ich erinnere mich langsam Welt. Wieder. Sie haben eine Abmachung getroffen. Mit Arkan? Was für eine Abmachung? Die Herolde halten die Kriminellen im Zaum und die Ritter... Sagt mir erst... Soll das ein... Und was? Ich muss mal überspringen, damit ich überhaupt voran... Glaub mir, wenn... Ich will... Wo ich ein bisschen. Tut gehen. Ja, okay. Na gut. Ich muss eh wieder von vorne, also es scheint länger zu sein. Ja, Déjà-vu. Déjà-vu-Küste. Was? Du hast ja noch einen Weihnachtsbaum stehen. Ja klar, wieso nicht? Der geht ja nicht kaputt. Dann kann ich ihn einfach noch ein bisschen stehen lassen. Ja, aber ich war ja Weihnachten ja nicht zu Hause und dann hatte ich ja nichts von dem Baum und dann dachte ich, ich lasse ihn noch ein bisschen länger stehen. Es ist Weihnachten! Immer noch. Wir haben ein Transportschiff und einen kompletten Bodentrupp geschickt, um uns abzuwehren. Am Boden gibt es drei Artilleriegeschütze zur Luftverteidigung. Mitsu, welche Rap-Klasse hat die coolsten Animationen? Leckt das Feuer auf das republikanische Transportschiff. Keine Ahnung. Raps haben keine Animation. Was? Doch, haben sie sehr wohl. Der Gelehrte wirft mit kleinen Steinchen, ja. Und er kriegt eine Bubble. Na gut, der Hexer kriegt eine coolere Bubble, aber er kriegt eine Bubble. Keine Ahnung. Bei SWTOR gucke ich nicht so auf die Animationen. Animationen. Weil ich einfach gerne eine Machtanwenderklasse spiele. Ich weiß, das hier ist jetzt gerade keine, aber... spiele ich auch gern. Ich mag das Feuer von der. Ja, stimmt, das ist der Grund. Ich mag einfach das Feuer von der. So. Ah, MT Gaming. Okay. Moment. Okay. Q.
Geht hier mal auf die Seite. Oh, die wird schon angesprungen. So, Heiler, Heiler irgendwo. Super. Da! Hab dich. Greife dich an. Ah, da ist auch einer. Da. Hä? Da ist schon wieder einer blau. Keine Ahnung. Kann ich den allen keinen Schutz geben? Keine Ahnung. Na gut. Dann halt nicht. Wir schießen auf uns. Das Geschütz einnehmen. Ah, und Jeff hat auch ein paar Probleme. Okay, da gehen jetzt aber schon Leute hin. Na denn. Feind ist unschlagbar. Ah, jetzt kann ich. Ah, er ist schon weg. Okay. Ist unschlagbar. Ich nehme mal den da weg. Oder die nehmen mich weg. Warte doch mal. Die heilen so viel. Ja, jetzt sind wir nur noch zu zweit hier. Problem. Und gleich tot. Ja. Aber wir haben dafür die andere Seite. Immerhin, aber Mitte verloren. Didim. Didim. So. Ey, die kommen zu Jaffort. Die sind ja gemein. Geht mal weg. Jaffort, Vorsicht. Ah, verdammt. Zu spät. Das Geschütz einnehmen. Ah, jetzt rennen sie wieder weg, bestimmt. Aber ich mach einfach keinen Schaden an denen. Ah, und ich bin gleich tot. Gleich. So. Ah, drei da, einer da. In der Mitte niemand. Was? Ah, da wird noch gekämpft. Hahaha, jetzt nicht mehr. Jetzt wird er auch nicht mehr gekämpft. Na, da ist nur noch Jaffort. Dann gehe ich mal hier mit. Ah, der beschützt den anderen. Da kann ich auch keinen Schutz geben. Und da kommen die schon. Ah, scheiße. Ah, manchmal komme ich auf einen Skill drauf, den will ich gar nicht benutzen. Sehr schlecht. Wie alle hinter dem Heiler herrennen, ey. Schon assi, aber. Sehr gut. Komm, ein paar Mal noch draufhauen. Ein bisschen. Nee. Okay. Dann nicht. Gestorben. Die Runde ist noch schlimmer als die vorherige. Huch, ist das ein Add-on für so eine Map-Ansicht? Was? Wie meinst du das?
komme mit euch mit. Ah, verdammt, nicht sterben. Ich will so einen Heiler haben. Für zu Hause. Hier. Bam. Oh, der ist schon wieder weg. Dann komme ich halt zum Heiler, wenn der Heiler nicht zu mir kommt. Wir leiden schwere Schäden. Ja. Ich bin schon wieder alleine hier. Oh mein Gott. Na gut. Na gut. Dann kriegt ihr noch einmal einen Stun-Up und irgendeinen Schadenstyp kriegt einen Schadensdämpfer und das war's auch schon. Das war's schon wieder. Hätte ich nie gemacht. Ah, okay. Die Charaktere umbenannt oder wie? Okay. Ah, da kommen wieder welche, während wir es einnehmen wollen. So. Dich würde ich gern sonst wegziehen. Aber lässt sich nicht wegziehen. Ah, gerade wollte ich ihm Schutz geben. Aber nee. Schon wieder gestunt. Der war gestunt. Ja, das ist das schöne Stun-Lied. Ich bin immer gestunt. Im ganzen Land. So. Oh mein Gott, wir haben es eingenommen. Yay! Irgendwie die andere Seite, ne? So, dann gehe ich mal mit. Ah, da ist er. Ja, ich hab ein paar Leute. Heiler Matsch. So. Hat Tiafot hatte auch ein DP. Aber ich habe auch nur zwei Balken eben gehabt. Beim Spiel unten. Das ist ja bei mir angezeigt. Ist ja bei jedem angezeigt, aber gut. Ja. Stirb. Kommt mir nicht zu nah. Ich hab Flächenschaden. Kratzschutz gegeben, hat gestorben. Feind ist unbesiegbar. Ah, okay. Jetzt geht's darum, dass ihr auch Let's Plays machen wollt. Könnt ihr gerne tun. Bin ich gespannt. Wird mir zwar nicht alle angucken, weil ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit habe. Ja, genau. So. Ihr Unsichtbaren immer. Immer diese Unsichtbaren. Ah, da kommt noch einer. Hab hier gerade welche gefunden. Oh, drei sogar, ey. Wo die wieder alle herkommen. So. Einen habe ich noch gestunt für dich. Das war's. Ja gut, ich gehe mal hier hin. Es sind eh nur noch 30 Schild übrig. Ah. So. Stoppt ihn! Ah, ist hier noch einer? Ah, oh, nee. Energieanstiege registriert. Ich habe nichts mehr zum Stunnen. Ah, zwei sind hier noch. Jetzt kommen sie alle hierher. Es kommt schon wieder Epic Siegesmusik und wir haben verloren. Ah. Ich kann die Antwort nicht geben. Er wurde disconnected. Ist disconnected worden.
Hallo. So. Ist heute nicht dein Tag, Mitsu? Ja, doch. Die ersten haben wir ja gewonnen. Die ersten waren eigentlich voll relativ einfach. Aber die letzten zwei jetzt... Die letzten beiden... Novara... Nee, nicht Novara Küste. Alderaan. Bürgerkrieg. So. Gut. Aber ich denke, ich mache jetzt schon Schluss, weil ich muss morgen... bisschen früher aufstehen. noch früher als sonst. Oh mein Gott. So, und das war's dann für heute. Und wir sehen uns am Freitag. Vielleicht ist Peter mit dabei. Vielleicht. Mal gucken, wenn er will. So, bis zum nächsten Mal.